Ja, jetzt haben wir hier Vitali vor uns stehen, der Trainer von Kevin Kischenko. Vitali, du bist ja der Trainer. Wie waren denn da so die Herausforderungen vom Training für den Kampf jetzt? Ja, Kevin hat ja schon von Anfang an gewusst, gegen wen man boxen muss, dass er was verträgt. Ist zwar ein kleiner, kompakter Mann, aber hat er Bedenken gehabt. Er unterschätzt sich selber auch, Kevin. Ist aber gut so. Bescheidenheit ist immer gut. Man darf Gegner nie unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. Hat immer gemeint, der hat viele gute Gegner, wo wir kennen. Über Runden hat er, ist er gegangen. Er geht nicht runter. Dann habe ich gesagt, da probierst du mal halt in der ersten Runde mal kurz richtig zuzulangen. Und dann hat man gleich gesehen, der Gegner war kurze Zeit am Boden gleich. Dann habe ich gesagt, mach mal langsam. Nicht, dass du nachher dich überpäst. Und er doch überlebt das. Aber taktisch ist also super gegangen alles. Ja, also genau, das wollte ich gerade fragen. Ich meine, er war ja in der ersten Runde schon die Chance gewesen, dass es also zum K.O. hätte gehen können. Später auch, aber wir wollten unbedingt nicht früher als vierte Runde. Also, weil er muss Erfahrung sammeln, er muss irgendwie. Sparring, 1000 Sparring sind nicht das gleiche wie ein Kampf, das ist klar. Und dass er 6 Runden gegangen ist, das war super, finde ich. Und was sagst du zu den Plänen von Kevin, dass er in die USA möchte? Ja, das ist halt Mekka. Man kann, egal wie man dreht, man Geld verdienen will und man hat Leben lang. Kevin hat ja einen Haufen Kämpfe. Und sein Leben lang hat er nur geboxt. Ich habe ihn trainiert, seit er klein ist, und hat sein Leben gewidmet praktisch dem Sport. Und das ist schon verständlich, dass man Geld damit verdienen will, davon leben will. Und dort kann man Geld verdienen. Ja, und du hast ja nicht nur den Kevin trainiert, sondern du hast ja auch noch ganz viele andere Boxer trainiert. Ja, gute Jungs sind überall unterwegs. Stefan Nikitin ist einer Top-Sportler in Deutschland, gewesen, Nummer 1 in 75 Kilo. Hat leider jetzt keinen Vertrag hinbekommen, pausiert gerade. Aber den ziehe ich auch noch ins Boot, denke ich mal. Weil der ist eine Bombe. Ja. Hat über 250 Amateurkämpfe, das muss man sich vorstellen. Und war mehrfacher deutscher Meister auch. Genau wie Kevin war ja bei Europameisterschaft auch erfolgreich zweimal. Im Jugendbereich und alles. Weil man solide Fundament hat, also Grundschule vom Amateurboxen oder Olympisches Boxen. Man darf das Amateure nicht nennen. Das sind manchmal bessere Profis als Profis. Und wie gesagt, wenn man solche solide Fundamente hat, da kann man locker darauf hoffen, dass die Jungs auch was Großes werden im Profisport. Ja. Und was sind jetzt so die Ziele, die weiteren Ziele? Gibt es jetzt noch Kämpfe für Step by Step aufbauen, gute Verträge abschließen, gucken wir mal, dass gute Promoter oder jemand auf ihn aufmerksam wird. Und dann irgendwann mal. Plan ist natürlich Ziel Weltmeistertitel. Definitiv. Da wünschen wir euch auf jeden Fall viel Glück und wir sind auf jeden Fall gespannt, was wir da noch von euch so alles zu sehen und zu hören kriegen. Dankeschön. Ich hoffe, alle waren zufrieden. War schönes Boxen. Ja, definitiv. Boxen, ja. Das sah sehr gut aus. Dankeschön. Danke.